Heute bin ich im Fischrestaurant Jegen. Wie heißt der? Jegen Balikevi. Jegen Balikevi. Heute gibt es mal Fisch. Und wie man sieht, der ist sehr angesagter Laden. Der ist immer voll zum Trinken. Hachinin Shalgam Scharf gibt es heute. Und ja, lasst euch mal überraschen, was ich noch bestellt habe. Brunetta Brot. Und so schaut das Getränk aus. Schmeckt sehr gut. Das bin ich, Malo. Ich hoffe, euch geht's gut. Und wie man sieht, hier ist auch alles voll. Und kann ich auch empfehlen. So, der Salat ist da. Und schöne, wie heißt die Dinge? Muscheln. Muscheln. Ich kann nicht vergessen, wie die heißen. Also Muscheln. Und einen schönen Salat, einen Caesar-Salat, ja, Caesar. Caesar-Salat. Mit schön viel Zwiebeln. Leckerli, leckerli. So, auf dem Angebot schaut es anders aus wie auf dem Teller. Da fehlt noch irgendwie Salat oder so, aber was soll man machen? Das ist jetzt Hamsi. Und da auch Hamsi. Zweimal Hamsi. Und Chips fehlt noch, Pommes. So, jetzt probieren wir mal. So, meine Lieben, was ist los in Gazi Pascha? Wenn man sieht da hinten jede Menge Menschen, ich würde sagen Einheimische, die hier leben, Angler und baden kann man auch natürlich. Immer auch gerade im Wasser. Aufstehen. Schauen wir mal, was es da oben gibt. Aktuell 26 Grad. Ja, das ist Lebensqualität. Und Sonne scheint, wie man sieht hier, blauer Himmel. Weit und breit. Keine Wolke. Gibt's auch nicht. Ich bin immer fasziniert von diesem Himmel. So. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, sage ich nur. Ich bin immer froh, hier zu sein. Auch wenn es nur als Pendler ist, aktuell. Aber die Zeit wird kommen für mich auch, wo ich dann für immer sage, goodbye Germany. Am liebsten morgen und nicht zu lange warten. Ach, hier auch ein paar Angler. Am Hafen. Also angeln kann scheinbar jeder. Normalerweise bräuchte man auch einen Angelschein hier. Aber es interessiert niemanden. Fisch gibt es en masse noch. Aber der Mensch, wie er mal ist, gierig, kriegt den Hals nicht voll, fischt noch alles leer. Und dann wundert man sich, wenn die ganze Natur kaputt ist. Ist halt so. Leider. Paradies. Im Paradies zeige ich euch mal den Sand hier. So, das ist der Sand von Gazi Pascha. Hammer, oder? Ist aber nicht alles sandig. Da hinten circa so halber, da so ungefähr, ab da geht es dann so ein bisschen kieselig weiter. Da braucht man schon Badeschuhe, finde ich. Da hinten kann man grillen mit der Familie, so da vorne. Da hinten ist auch so ein Hotel und da hinten auch ein Hotel und hier irgendwo, entweder auf der Seite oder auf der anderen Seite, kommt ein 5-Sterne Rixus Hotel. Rixus oder 6-Sterne, ich weiß auch nicht, irgendwie so. Und die ganzen Bewohner regen sich schon alle auf, deswegen, weil dann der Sand, der Strandabschnitt wird normalerweise abgesperrt und dann dürfen das nur noch die Hotelgäste benutzen.
Ja, mal schauen, was daraus wird. Lassen wir uns überraschen. Aber das Wasser ist klar. Sauber. Ungefähr 25 Grad. Anfang ist ein bisschen buh, aber wenn man dann drin ist, dann geht's. Ein bisschen Überwindung kostet nichts. Aber dann geht's. Ist nicht so schlimm. Ja, ich bin gespannt, wann das Video online kommt und ob es überhaupt irgendwann mal online kommt. Wer weiß. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. So, ein bisschen anzoomen. Einfach mal herrlich hinsetzen, nichts tun und das Leben chillen. Da, mein Schatten ist auch hier. Mein Schatten verfolgt mich. Hier kann man sein Auto parken. Da hinten kann man den grillen und jetzt meine Beine waschen, meine Füße. Die sind voller Sand. Die gibt es hier umsonst. Soviel ich weiß. Genau. Kurz auch mal durchspülen. Und dann passt das schon. So. Geliyor, geliyor. Schön, kühl. Ups, hier sind die Duschen im Kleiderraum. So, und das war's dann. So, schöne Grüße von mir, wenn es euch gefallen hat. Ein Daumen nach oben, liken, kommentieren und bis dann, hoffe ich. Ciao, ciao.